Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Marcel. Und heute fahren wir wieder ein bisschen. Gab eine kleine Planänderung. Wir fahren wieder bei einer bereits bekannten Stelle. Und zwar hier. Schöne Berge sind, wo man da springen kann, da ein bisschen fahren kann. Und zwar, ich wollte eigentlich woanders fahren, aber das Gelände war bereits besetzt von einem fleißigen Bauern, der was sich um sein Feld kümmert. Warte mal, ja, sehr windig, wollte noch mit der Drohne Aufnahmen machen, aber es ist mir teilweise, was die Windstöße angeht, zu windig jetzt gerade ist nichts, aber es war schon wirklich starker Wind da, jetzt vom Zug ab, so. Passt, so, schmeißen wir die Karre an, fahren wir da ein bisschen, ja? Passt. Okay, tun wir so. So. Oh, Scheiße. Oh, verdammt. Der Wind geht so stark, dass man einfach die Subjektivung hat. Verdammt. Ah, shit. Kamera, lebst du noch? Okay, Kamera ist tot. Ah, Kamera ist nicht tot. Okay, kleines Update. Die Kamera hat sich nur schreckt scheinbar. Ja, das geht alles wieder. So. Dann schmeißen wir die Karre mal weiter an. Wir müssen mal weiter. So. Was ist eigentlich, ob das Objektiv sicher hingestellt? Also, ich weiß es nicht. Kann ich nicht, was ich da machen soll. Besser kann ich es nicht hinstellen, ehrlich gesagt. Blöder Wind, dass der so fest gehen muss. Da unbedingt her. Ja. Nicht cool, wenn es meine Kamera umhaut. Ehrlich nicht. Ehrlich nicht cool. Ja, ist mir noch nie passiert. So Leute, er läuft jetzt an. Das Problem war, ich fahre mal kurz weg. So, ich fahre mal kurz weg, dann können wir besser reden. Das Problem war die Kerze. Ja. Die Kerze ist kaputt. Die hat nicht mehr geglüht und dadurch ja, kein Anspringverhalten. Also kein Anspringverhalten logischerweise. Ja. Die Leerlauf-Gemischraum ein bisschen anders einstellen. Ja, merkt man beim Wegfahren. Sorry wegen dem Wind schon einmal, es ist sehr windig. Echt kalt.
recht kalt. Oh Gott. Aber es ist auch nicht so warm, ehrlich so. Es ist auch nicht so warm, aber vielleicht mal ein bisschen magerer. Lern klein, dick, Acht und Drehung. Ja, wer nicht, ändert schon einiges, ja. So. Dann stelle die Kamera wieder da hin. So. Was? Sprit wäre jetzt auch noch schauen müssen, glaube ich. So. Temperatur ist schon auch kurz. Ah, 147, wir machen noch fetter. Wieder die Umdrehung zurückgetragen. Der Tank war gerade leer. Ja. Gut. Gut. Raus geht's um die Zeit, dann stehen wir da her und da werden wir ein bisschen hupfen. Ah, ich glaube, es ist angenehm, wa? Ja. Sagen, lässt sich gut fahren, ehrlich. Das macht so Spaß, so gut wie eingestellt. Au, 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 au. Scheiße. Au, 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 au. Scheiße. Erfahrungsgemäß. Bleib ich da oben, wo es gehabt hab, der Luftfilter ist noch drauf. Ah,
scheiße Ball. Steht aber noch kurz an. Ja, springen wir Verbrenner ist das so. Muss man vielleicht irgendwo warten. Das Arme mag ich noch. Boah. Das macht aber schon Spaß. Mann, ey, die guten Stunts sind nicht drauf, nie. Aber er klingt geil mit der Kerze irgendwie. Klingt ganz anders mit der Kerze, mit mir irgendwie vor. Kann jetzt Einbildung sein, weil eigentlich ist er nur, naja, fürs Zündverhalten verantwortlich. So, kurz Temperatur schauen, ist wichtig natürlich, ja. So. Ja, so Spaß, das ist in Rommel 120 Grad. Kennt man fast wie sie Peter machen, aber 120 Grad glaube ich, ist in Ordnung. Erfahrungsgemäß. Kriegst du nicht immer so ein Sogen bloß. Gut. Kommen wir nur noch ein bisschen auf und ab. Ja. Ding hat Power, das ist arg, gell? So, und jetzt muss ich auch kurz Motor treffen. Verbrenner liegt am Boden, ja. Und dann bekommt er natürlich keinen Sprit mehr, weil ja der Stutz den Tank, also das Relais mit dem Filter, Boden einigen, ne? Logisch. Passt. Ist aber vielleicht der Anlass, ihn kurz einmal abkühlen zu lassen, ein bisschen. Beziehungsweise bei dem Winter, ich sehe so viel wie noch abgekühlt. Ich glaube, da wollte ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Ja. Ist nicht verkehrt, wenn er mal kurz steht, passt nicht klar. Sprit ist, glaube ich, allgemein sowieso auch wieder zum Auffüllen, oder? Ja, ist auch wieder leer. Motors rein, Rennraum ist eigentlich falsch, Verraser und dann im Motor rein, aber ja. So, die Flasche noch ein bisschen auffüllen.
Der Wind geht so zart, der ist jetzt auf 40 Grad da unten schon wieder, ist quasi kalt. Ja. Echt brutal. Oh. Muss ich das sagen, gell? Wenn du einen guten Glückherzensticker sucht, nimmst du den, der ist echt. Der ist nicht brauchen, also den kann man echt nehmen. So. Zack, zack. Da tauschen darf man den halt nicht, ist der kaputt, glaube ich. Müsste echt gehen, rot-grün. Nein, rot-grün. Rot-schwarz. Warte, ja. Wollte mir nichts sagen, oder? Im Brettraum reingeben. Dadurch hat er aber zu schwer getont. Yeah.
Video ist schon recht lang, ne? Ups. Das war gut. Bauer hat das Teil schon nur, gell? 5,3 Quickmotor ist das. Au! Was hat Wege doch mit Zuschauen? Das war ein heftig hoher Sprung. Immer aufpassen, dass er nicht zu hoch dreht, da ein bisschen, Leute. Das ist ein kleiner Tipp. Jetzt wird der Sprit alles sein, glaube ich. Ich habe jetzt eine längere Zeit nicht geschaut. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass der Sprit jetzt alles sein wird, weil Temperatur, wie immer, dazwischen geschaut. Also grundsätzlich ist halt meine Meinung, Temperatur schon dazwischen ist nie verkehrt. Wind hat jetzt auch aufgehört, Gott sei Dank. Ist schon ein Sprit. So, ja, es ist Sprit leer. Gut. Was ist er? Ja, okay. Kommt eine Frau mit einem Hund, lassen wir mal vorbei. Und Motor ein bisschen abkühlen, ne? Gut, also. Die Person, sage ich jetzt mal, ist vorbei. Also es gibt sehr unverantwortliche Eltern. Ich würde mein 10-jähriges Kind nicht mit einem Hund allein Gassi gehen lassen. Aber ja, so viel dazu. Wurscht, egal. Ne? Ist egal. Schmeiß mir die gerade mal um, gell? Funkkabine nicht ausfällt zur Bus, ja genau. Immer wichtig zu schauen, schlecht wenn man keine Kontrolle über das Auto hätte. Wäre jetzt, ja, so sagen, suboptimal. Aber diese US-Kerze, also kann ich halt nicht, weil die andere Kerze einfach schon so alt war und alles, gell? Aber die US-Kerze, also das Ansprechverhalten ist gut, der Motor ist jetzt kalt. Ja, mal schauen. Stopp! Wird der letzte Dank sein, gell? Und da geht's zu ins Geld. Okay. Jetzt kommst du wieder. Warum muss denn jetzt kommen, ey? Ich fühle mich da echt grundlos jetzt, wie sie jemand, der was auf alle aufpassen muss. Ja. Da passt noch auf mich auf.
Okay, ist auf Kamera, oder? Fahren wir vor ein bisschen da. So, dann füllen wir nicht auf sie. Aber Leerlaufgemisch ist doch zu fett ein bisschen vielleicht. Oder? Oder wie man? Sehr fett. Ach, ist das schön, heute Nachtschicht. Na, das mit der Bremse hat gut hin. Stopp mal. Jumping. Schon. Was denn? Ich hab gerade gedacht, der Hund hat sich losgerissen. Na echt unverantwortlich. Unverantwortliche Öter. Also, die will eine Meinung von mir hören, gell? Na wirklich, die will eine Meinung von mir hören. Das kann nicht sein. Dass man das Kind allein Gassi gehen lässt mit dem Hund, Alter. Das ist jetzt ein Behinder ganz normal. Krass. Gut, Motamäten, ey, das ist ja nicht normal. Bisschen langsam fahren kurz zum Kühlen. Der Motor soll abkühlen auch wieder. Warum lacht sie jetzt weg? Kinder sind schon sehr zum Anfang. Super die Karre. Das ist leider Funkprobleme. Ups, boah, Bremse ist auch fast ein bisschen zu krass eingestellt. Boah, muss aufpassen mit Bremsen. So ungefähr, ja, genau. Ich habe gedacht, ich stelle jetzt die Arme noch, muss jetzt so oft, wenn ich sie gleich besser einstelle. Bald der Sprit müsste leer sein. Das war gefährlich. Ja, jetzt ist der Motor aus, der Sprit ist leer. Sehr gut, richtig auf Touren kommen,
Genauso ist es perfekt, richtig auf Turm kommen, dann der Sprit ist alle. Dann ist das Autolein aus, ja? Meine Freunde, das war's mit diesem schönen Video. An diesem wunderschönen Tag hier. Sonne, blauer Himmel, Berge. Das ist wirklich geil. Ne? Das ist Österreich. Ja, passt, Leute. Ne? Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, so wie mir beim Fahren. Ja? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch. Und ciao, Leute.